Ja, hallo hier aus dem wunderschönen Robinson Club Daidalos. Traumwetter, Traumsonne, also wirklich besser geht's gar nicht. Ich sitze hier neben meinem Freund, neben meinem langjährigen Freund, kann man schon sagen. Odi, der Clubchef hier. Und wir sind dies Jahr in ganz anderer Sache unterwegs, nämlich Corona, was uns seit wirklich schon langer Zeit irgendwo, ich sag mal, beschäftigt. Wir haben bei uns im Büro sensationelle Bewertungen, was diese Geschichte von den Leuten, die wieder zurückkommen, die sind wirklich hin und weg. Ich selber kann einfach nur sagen, ich bin genauso begeistert. Aber sag mal, wie empfinden es die Leute hier eigentlich, wenn die so da sind, als solches, die kommen ja mit gewissen Gefühlen irgendwie an, oder? Also, es gibt die Hygienemaßnahmen, die wir seit Anfang an hier hervorragend umgesetzt haben und haben auch tolle Auszeichnungen dafür bekommen, sei es Fresenius oder Crystal oder auch die lokalen Behörden. Und wir halten uns an diese Vorgaben. Trotzdessen hat der Gast ein wunderbares Gefühl hier und verbringt tatsächlich auch Urlaub hier, ja? Und achtet natürlich auf die Vorgaben. Ist aber letztendlich nicht so viel, ne? Es sind Maskenpflicht am Buffet und auch in den geschlossenen Räumen. Aber wenn man unsere wunderschöne Anlage sieht, das ist ja fast alles hier im Freien. Ja, was mir besonders auffällt, ist momentan die Geschichte der Cluburlaub selber und speziell Robinson läuft eigentlich am besten von den Buchungen her. Das heißt, natürlich ist alles weniger wie vorher, aber die Menschen vertrauen diesem Konzept, diesem langjährigen Robinson-Konzept, was schon immer, ich sag jetzt mal, auch für Sicherheit gestanden hat und so weiter. Und so wie wir jetzt 1,5 Meter auseinander sind, als solches, das sind die einzigen Einschränkungen, die ich wirklich wahrnehmen tue. Wir haben gestern Abend eine tolle Geschichte hier erlebt. Es war Show und so weiter. Die Leute waren begeistert und haben gefeiert und gemacht. Natürlich geht es mit dem Tanzen nicht so, wie es sonst geht, aber glücklich sind sie eigentlich alle. Und dafür auch von meiner Seite Dankeschön, Odi, weil ihr setzt das wirklich sensationell um. Ich bin total begeistert und wie gesagt, die Kundenbewertung. Wir haben nicht einen einzigen Kunden, der nicht gesagt hat, es wäre nicht sicher. Und wir haben nicht einen einzigen Kunden, der hier nicht nochmal herfahren würde. Dafür danke, danke. Dankeschön. Danke, Armin. Ja, lieber Armin, also an dieser Stelle auch, ich möchte in unserem gemeinsamen Namen, also cluburlaub.de und Robinson auch, uns ganz herzlich bedanken bei unseren gemeinsamen Kunden, unseren Gästen, die ihr Vertrauen uns schenken, auch in diesen speziellen Zeiten. Und wir versuchen, das Allerbeste auch hier umzusetzen, um auch die Sicherheit zu gewährleisten, dass sie sich auch sicher und auch wohlfühlen und trotz allem auch wunderschönen Urlaub verbringen und auch sehr happy wieder nach Hause fahren. Ja, Udi, ich glaube auch, diese ganzen Dinge, was wir nicht vergessen dürfen, das sind die ganzen Menschen, die Mitarbeiter, die in den Anlagen arbeiten, leben da davon. Und das ist toll, dass unsere Gäste hierher fahren, weil die müssen über den Winter kommen. Das ist nicht so wie in Deutschland, so abgesichert das Ganze. Und das ist auch irgendwo eine Verantwortung, die wir alle tragen, über Jahre hinweg, dass auch den Menschen in den Ländern gut geht.